Kino wird auf keinen Fall abgeschafft. Das Erlebnis, in einem Kinosaal zu sitzen, darüber zu reden, danach am Esstisch oder unter Freunden in der Kneipe, das wird, glaube ich, nicht aufhören. Und das wird bei Streamern auch immer unübersichtlicher. Das heißt, die wenigsten Leute haben zur gleichen Zeit das Gleiche geguckt. Das ist bei einem Kinofilm anders. Ich habe jetzt gerade mit der Deutschstunde einen Kinofilm, der sehr erfolgreich läuft. Und das macht mir Mut, auch weiterhin Kino zu machen. Ich habe gerade meinen 6. Kinofilm gedreht. Also bei mir hält sich das immer die Waage. Und ich sehe, es gibt gerade diesen Herbst, laufen ganz tolle Filme im Kino, die auch wirklich ihr Publikum finden. Also ich finde, es wird schwieriger. Die Kinos müssen wieder attraktiver werden als Ort, den man auch liebt als Publikum. Viele Kinos sind Orte, die eher weniger einladend sind. Man muss sich wirklich auch um das Publikum wieder neu bemühen und dann kann das Kino auf jeden Fall überleben. Entschuldigung. Hat er angekommen? Ja, vor 10 Minuten. Und du? 18 Monate. 18 Monate? Es gibt hier so eine Art Lager für mich. Entweder du bist gleich wieder weg oder du bist hier gefangen. Was ist? Willst du dich verlieben? Nee, keine Bange, das kann ich nicht. Was würden Sie sagen, wenn ich Sie frage, ob Sie mir in ein nahegelegenes Hotel folgen? Naja, als ich Teenager war, Schüler war, habe ich vor allem sehr, sehr viel gemalt und nächtelang vor der Staffelei oder vor dem Papier verbracht und habe eine lange Zeit darüber nachgedacht, ob ich bildende Kunst studieren soll. Und irgendwann habe ich aber festgestellt, ich mache andere Sachen auch noch gerne. Ich fotografiere viel, ich schreibe viel, ich mache Musik und habe auch Theater gespielt und dachte, nee, ich muss irgendwas finden, was diese Sachen verbindet. Und da habe ich eine Antwort gefunden, ich muss Regisseur für Film werden. Da war ich 18 und dann habe ich das auch ziemlich konsequent verfolgt. Was sind alliierte Sicherheitsdienste? Bei euch sind das die Russen. Hier die Amis, Franzosen und Engländer. Und weil die sich nicht vertrauen, hat jeder seine Spione hier. Die Sicherheitsdienste. Was machen die sicher? Wenn ich ein Angebot bekomme für einen Film, dann gucke ich immer erst, ist das eine Geschichte, die mir irgendwas Neues über die Welt erzählt? Ist da irgendwas dabei, was ich noch nicht weiß? Ich finde, Filme machen ist vor allem was rausfinden über die Wirklichkeit, über die Welt, in der wir leben und vielleicht aber auch über mich und mein Verhältnis zu bestimmten Dingen. Und es muss immer ein ganz starker emotionaler Kern sein in der Geschichte, weil ich verbringe so viel Zeit mit einem Film, teilweise ja 4-5 Jahre, bis er dann fertig ist. Und es muss also sowas Starkes im Nukleus vorhanden sein, dass ich weiß, ich kann auch so viel Zeit damit verbringen. Und das finde ich gar nicht so oft, wenn ich Stoffe angeboten bekomme. Und deswegen habe ich natürlich auch in den letzten Jahren ganz oft meine eigenen Ideen angestoßen. Ich muss dieses Mädchen finden. Ich habe meine Mutter nie kennengelernt. Sie ist in Ostsee ertrunken. Und ihr Vater? Den kennt keiner. Der muss ihr echt unangenehm gewesen sein. Vielleicht eine steile Nummer hinter der Disco oder so. Sie haben nie nach ihm gesucht? Ich habe Eltern. Die heißen Oma und Opa. Ja, wenn man mit seiner Mutter arbeitet, dann ist das nicht konfliktfrei, ist klar. Weil wir kennen uns natürlich in- und auswendig, haben aber gelernt, sehr respektvoll miteinander umzugehen. Und ich weiß, was sie auch macht als Autorin und wie schwer das ist und wie einsam das oftmals ist. Und wir sind da mit einer ganz guten Streitkultur mittlerweile ausgestattet, sodass wir die Konflikte nicht verschwinden lassen, sondern wir tragen sie aus, aber glaube ich, sind sehr respektvoll miteinander. Am Anfang war das heftiger, da haben wir auch mal den Telefonhörer aufgeknallt, haben uns aber dann immer wieder vertragen. Ich bin jemand, der das nicht aushält, wenn ein Konflikt nicht gelöst wird. Insofern ist die Arbeit, wir haben ja 5 Projekte miteinander gemacht, die realisiert wurden, die ist nicht konfliktfrei, aber sie ist sehr respektvoll. Plötzlich fragt jemand, warum hast du dein Kind im Osten gelassen? Sie ist Anne und sie war aus ihrem Dorf. Hat sie nie nach mir gefragt? Die ganze Zeit nicht. Sie war doch unserem Mädchen. Habt ihr eine Ahnung, wo sie jetzt sein könnte? Meinen Kameramann Frank Lamm habe ich im ersten Studienjahr in Ludwigsburg kennengelernt. Wir haben zusammen in einer Klasse studiert oder in einem Jahrgang.
Und ich habe zwei seiner Kurzfilme gesehen, mit denen er sich beworben hatte. Und ich fand die ganz außergewöhnlich in ihrer Poesie und in ihrer Erzählkraft. Und habe Frank angesprochen, gleich für den ersten Kurzfilm, den ich gemacht habe, nach 2 Monaten an der AK, ob er Lust hat, den zu drehen. Und er hatte Lust. Und daraus ist sowas Schönes, Starkes geworden, dass ich in all den Jahren, die ich jetzt Filme mache, das sind ja jetzt mittlerweile über 15, wenn man die ersten Kurzfilme mit einberechnet, nie ohne ihn gedreht habe und ich möchte auch nicht mehr ohne ihn drehen. Das ist bei jedem Projekt unterschiedlich, wie sich die Zusammenarbeit aufbaut. Vor allem geht es ganz stark übers Drehbuch und über das Reden übers Drehbuch. Mittlerweile ist Frank so ein schlauer Dramaturg, dass er auch ganz früh immer die Drehbücher bekommt und auch ganz früh schon bei Drehbuchbesprechungen mit dabei ist. Also es gibt immer Sessions mit dem Autoren oder der Autorin, wo Frank dabei ist und wo auch visuelle Ideen schon einfließen in das Drehbuch. Und bei bestimmten Sequenzen zeichnen wir Storyboards, wenn sie sehr technisch sind. Bei anderen ist es wirklich nur Reden und da reden wir auch gar nicht über konkrete Einstellungen, sondern über Stimmungen, über Farben, über Bewegung. Jedes Projekt hat irgendwie einen eigenen Werdegang und auch eine eigene Bildsprache, die es erfordert. Und wir versuchen uns ja auch bei jedem Projekt irgendwie auch ein Stück weit neu zu erfinden. Ihr kennt Kaspar Friedmann, den Regisseur am Schauspielhaus. Er inszeniert wieder und er macht Camille und er will alle Rollen mit Studenten besetzen. Josephine, du spielst Camille. Camille geht bis zum Äußersten. Die vögelt sich fast zu Tode, die schneidet sich die Arme auf. Und du? Bist du kaputt? Machst du Männer an? Ich soll also alles durchmachen, was Camille durchmacht? Ich lass mich vergewaltigen und ritz mir die Haut auf? Ritzen ist ein bisschen harmlos gedacht. Wir sind ja nicht auf der Schule. Wie die Entscheidung, welches Bildformat wir wählen, das erzählt uns irgendwann die Geschichte. Ich kann das gar nicht anders sagen. Also haben wir viele Landschaften, haben wir viele Gesichter? Brauchen wir den Himmel im Bild oder brauchen wir ihn nicht im Bild oder nicht so stark im Bild? Ich kann das nicht so allgemein beantworten. Irgendwann, und es ist meistens sehr spät, wissen wir, was das richtige Format ist, aber natürlich testen wir auch. Also wir machen das sehr handwerklich, testen, drehen Szenen oder drehen auch mit Schauspielern schon mal in einem Set, auch mit Kostümen. Und dann stellt sich das meistens raus, was das richtige Format ist. Verraten Sie mir Ihren Namen? Paula Modersohn Becker. Ich kann es nicht erwarten, bis ich was kann. Wir müssen mindestens so gut sein wie die da. Besser. Was bilden Sie sich eigentlich ein, was Sie sind? Frauen werden nie etwas Schöpferisches hervorbringen. Außer Kinder. Wann darf ich Ihre Bilder sehen? Beim nächsten Mal. Und wann wird das sein? Bald. Filmmusik ist was ganz Wichtiges für mich. Ich arbeite gern mit Filmmusik. Was nicht heißt, dass es immer viel Filmmusik geben muss. Es gibt Filme wie zum Beispiel die Deutschstunde. Da ist die Filmmusik ganz stark aus dem Sounddesign. Also das ist eben das Rauschen der Wellen, der Gräser, das Rauschen des Windes und da haben wir uns entschieden, ganz wenig Filmscore zu benutzen. Ich habe jetzt so ein paar Komponisten, Lorenz Dangl, Daniel Suess, mit denen ich immer wieder arbeite. Manchmal ist es aber so, dass dadurch, wie die Filme finanziert werden, dass ich aus bestimmten Fördergebieten auch Teammitglieder besetzen muss. Und somit habe ich zum Beispiel bei Paula, meinem Film, einen jungen Franzosen, der noch nie Filmmusik gemacht hat, ins Boot geholt. Bei Bad Banks einen jungen Luxemburger, der noch nie Filmmusik vorher gemacht hatte. Ich höre mir sehr viel an. Ich arbeite gerne auch mit fachfremden Leuten, die ja von der Performance-Musik kommen oder von der Theatermusik oder von der klassischen Musik, weil die immer was Eigenes mitbringen und das können ganz spannende Experimente werden. Den hast du gleich zu lesen. Malverbot, Berufsverbot, Essverbot, Trinkverbot. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Mich haben sie beauftragt, das Malverbot zu überwachen. Ich bin am nächsten dran. Na, ich habe eine Zeit lang ja auch so Formate gemacht. Also ich habe ja einen Tatort gedreht beispielsweise. Ein Tatort hat eine normierte Länge. Das ist immer 89 Minuten 30 Sekunden. Das habe ich in dem Fall auch einhalten müssen. Habe mich aber auch immer wieder über Formate hinweggesetzt. Zum Beispiel der Film über den NSU, der war auch für 90 Minuten konzipiert. Er war dann am Ende 105 Minuten, weil ich gesagt habe, ich kann die Geschichte nicht in 90 Minuten erzählen. Und das wurde vom Sender auch akzeptiert. Oder Bad Banks war für 45 Minuten pro Folge geplant. Ich habe nach dem Dreh aber gesagt, ich glaube, ich brauche 50 oder 52 Minuten. Und das wurde auch akzeptiert. Also ich glaube, es gibt so Formatvorgaben. Aber es gibt auch immer wieder gute Argumente dagegen. Und bisher wurde ich da meistens gehört. Und bei Kinofilmen bin ich frei. Auch wenn ich selber weiß, ich möchte eigentlich, dass ein Film selten länger als 2 Stunden ist, weil ich selber merke, dass wenn ich nach 2 Stunden, also da muss die Geschichte schon so groß sein
Und bisher waren die Geschichten so, dass sie eher unter 2 Stunden Zeit gebraucht haben. Aber wenn ich es 4 Stunden machen wollen würde, dann würde ich das auch machen können. Wollen Sie Karriere machen? Natürlich. Wofür? Es gibt keine Loyalität. Ich muss früher an die Kunden rankommen als die kleine Fotze. Nicht zu deinen Mitarbeitern. Ich schmeiß dich morgen aus dem Team. Nicht zu deiner Bank. Lass dir was einfallen. Come on, let's do it! Ich mache beides gerne. Ich arbeite gerne für Kino, ich arbeite gerne für Fernsehen. Kino hat natürlich bessere Drehbedingungen, weil man mehr Zeit hat. Ich habe eine andere Möglichkeit, auch das Budget mitzugestalten. Wofür gebe ich das Geld genau aus? Wobei ich da beim Fernsehen mittlerweile auch sehr respektiert werde von meinen Partnern und man sehr genau hört, wie ich bestimmte Sachen machen will, weil ich auch eine gewisse Erfahrung jetzt schon mitbringe. Ich mache beides gerne und versuche auch jetzt meine Fernsehfilme nicht wie Fernsehfilme zu machen, sondern eher wie Kinofilme. Und finde einfach zum Beispiel toll, dass ich beim Medium Serie einfach viel mehr Erzählzeit habe für Geschichten als bei einem Kinofilm. Andere Geschichten, die gehen für mich aber nur im Kino, weil vor allem die akustische Ebene eine ganz wichtige ist. Also ich springe so gerne hin und her zwischen den Welten.